Yo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Mortal Kombat 9. Wir spielen heute gemeinsam den bösen Magier Shang Tsung, denn ich würde ganz gerne seine Story sehen. Also legen wir los. Shang Tsung. Und wir nehmen natürlich wie immer Mittel. Your soul is mine. Police brutality coming up. Round 1. Fight. Alles klar, Striker, zeig, was du kannst. Ich habe krasse Feuerbälle und Uppercuts. Okay, Shang Tsung, nie richtig gespielt. Mal sehen, was er so kann. Er ist ja ziemlich stark, zumindest als alter Mann. Und er kann alle möglichen Gestalten übernehmen, was auch ziemlich krass ist. Aber erstmal hauen wir den X-Ray raus, der auch ziemlich geil aussieht, wie ich finde. Yes! Kann man eigentlich irgendwie die Reichweite des Feuerballs kontrollieren? Bei mir ist das immer alles so ein bisschen random. Also er kommt und er landet aus irgendeinem Grund hinter mir. Egal, wir gewinnen. Striker down. Da hinten sehen wir die nackte Melina. Ein wunderschöner Anblick. Warum bist du so derb am Blocken, du Typ? Komm mal her, du. Ja, war schön. Feuerball. Autsch. Okay, bis jetzt, ich muss sagen, er ist relativ träge. Und ich habe irgendwie nicht so wirklich die Kontrolle über meine Feuerbälle. Ah, der war gut. Endlich habe ich es auch mal ein bisschen gerissen. Wir fuchsen uns da noch so ein bisschen rein. So, aber jetzt erstmal der erste Fatality. Und den finde ich ziemlich nice. Denn der ist eine Anspielung auf Mortal Kombat vs. DC Universe. Bam! Wow! Shang Tsung wins. Ja, derselbe Fatality, wie damals bei Joker, nur hier spritzt Blut, wurde ja zensiert. Your soul is mine. Vengeance will be mine. Round 1. Fight! So, jetzt noch gegen Scorpion, der mich an die Kette legen will. Ah, der ist schon ein bisschen besser. Aber er hat keine Chance gegen uns, denn wir fackeln ihn einfach weg. Er ist nicht der Einzige, der hier mit Feuer spielen kann. Das können wir auch, mein Freund. Blockiert, zack. Ablenkung, Griff, Seelenraub, weggeworfen. Wie so ein gebrauchtes Kondom. Aber bis jetzt muss ich sagen, Shang Tsung nicht meins. Absolut nicht meins. Gefällt mir nicht wirklich gut. Aber vielleicht fuchse ich mich ja noch irgendwie rein. Und wir gewinnen das Ding. Und wir hauen natürlich direkt den X-Ray raus. Wenn man kann, dann sollte man. Ja, nochmal zurück zu dem Fatality. Der ist halt wie gesagt eine Anlehnung an den Joker in Mortal Kombat vs. DC Universe. Und das Verrückte ist ja, das Ding wird wirklich als kompletter Mortal Kombat Teil gewertet, als 8er Teil. Und hier hat man dann halt gesagt, yo, damals mussten wir diesen geilen Fatality zensieren, denn DC hat natürlich gesagt, hey, Batman, Joker und so, da wird nicht gemordet, das ist alles eher so ein bisschen gewaltfreier. Und ja, dann mussten sie es rausnehmen und haben es hier in Mortal Kombat wieder eingebaut. Der nächste Fatality. Oh, 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 den Schädel runtergerissen. Shang Tsung wins. Fatality. Your soul is mine. Show me what you can do. Round 1. Fight. Tja, keine Leiter ohne den Kang. Wir alle hassen ihn. Dämliche Affe. So, erstmal schön hier eingeschenkt. Dein Gesicht sieht auch ziemlich verkohlt aus. Tja, wer Mortal Kombat vs. DC Universe unbedingt mal sehen will, hat eine ziemlich geile Story. Also die Story war wirklich ganz nett. Ihr kann es gerne auf meinem Kanal sich ansehen. Hab's Let's Played. Beide Seiten, einmal die Mortal Kombat Seite und einmal die DC Seite.
Nur ist es eben von der Gewalt her nicht mehr so wie die anderen Teile. Klar, ein bisschen Blut ist drin, aber auch das deutlich reduziert und halt keine richtigen Fatalities. Man wollte das Ganze halt so ein bisschen zugänglich für die Kids machen und das Mortal Kombat Universum wirkte halt ein bisschen fremd. Okay, machen wir ihn fertig. Boah, der sieht aber auch ganz schön mitgenommen aus. Warte mal, ich will deine Gestalt übernehmen. Er blockt hier gerade alles. Alter Kang! Shut up! Mist, das gibt es nicht. Du musst jetzt hier so mies blocken. Tja, daneben. Der hat gesessen. Der auch. Ey, ey, ey. Komm schon, Feuerball. Oh, das war so knapp. Ich dachte, der holt mich noch. Gut. Da sehen wir nochmal. Der Joker-Move. Boah, das sieht aber auch wirklich geil aus. Shang Tsung wins. Fatality. Your soul is mine. Where there is smoke, there is fire. Round one, fight. Die hätten auch wirklich ein paar unterschiedliche Varianten für die Ansagen nehmen können. Ist ein bisschen langweilig, immer und immer wieder dasselbe zu hören. Das finde ich auch ziemlich geil am neuen Teil, denn die Charaktere reagieren auf die anderen Charaktere. Halt ein anderer Spruch, wenn man jetzt gegen jemanden spielt. Zum Beispiel bei Shinnok, der sagt ja dann sowas wie, aha, Johnny Cage, diesmal wirst du mich nicht bezwingen oder so ein Scheiß. Das finde ich eigentlich ganz cool, denn so kommt ein bisschen Glaubwürdigkeit und Dynamik in die Ansagen rein. Alter, ich hab's voll nicht drauf. Warte. Ja, das sind die Flammen. Das sind die Flammen. Dein Auge sieht ziemlich mies aus, Smoke. Oh nee, musst du den jetzt noch raushauen? Absolut unnötig, Alter. Voll unnötig. Den hättest du dir wirklich schenken können. Round two. Fight. Dir fehlt ein Nippel, Bro. Dir fehlt ein Nippel. Denk mal drüber nach. So, die Flammen, die wieder daneben gehen. Ah, jetzt wollte ich gerade mal versuchen, ob ich ihn übernehmen kann, aber die blocken es jedes Mal ab. Und schon wieder Glück gehabt. Also, er ist nicht meins. Ich finde ihn zu träge. Ich will dich übernehmen, Alter. Ich will Smoke werden. Smoke sein ist cool. Ich weiß schon, warum der die Gestalt wandelt. Er hat keinen Bock auf sich selbst. Kann ich absolut nachvollziehen. So, dafür reiße ich dir jetzt den Schädel runter. Oh, gibt's doch nicht. Und wir sehen mal die Animation. Hab's nicht hinbekommen. Tut mir leid. Your soul is mine. You will serve me in the Netherrealm. Round one. Fight! Ich wünschte, ich wäre Quan Chi, der ist cool. Aber nein, ich bin Shang fucking Tsung. Der Mann, der immer geblockt wird. So, ich mache jetzt ernst. Achtung, krasse Moves. So, endlich bin ich auch mal hier, Quan Chi. Tja, und gleich wird's direkt besser. Ich sollte immer die Gestalt wechseln. Nur leider, leider kann man sowas blocken. Wow, 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 wow. Konzentration.
Alter, wie hast du mich noch getroffen? Du Sausack. Ey, ey. Keine Chance. Keine Chance, er hatte nichts. Der Typ hatte nichts. Fucking Quan Chi. Lass ich mal rüber auf die andere Seite. So, der X-Ray. Da brennen wir ihn aus. Wieso kann ich... Eben gerade war ich doch wirklich dabei. Er blockt das wirklich. Ich kann ihn nicht übernehmen. Jetzt. Das zieht auch direkt richtig krass. 17% mit zwei Treffern. Also wir werden wahnsinnig stark, wenn ich jemanden übernehme. Weil so machen wir keinen Schaden. Fast keinen. Aber das Übernehmen ist leider nicht so einfach. Okay, ich muss jetzt unbedingt gewinnen. Denn sonst ist hier der Ofen aus. Alles klar, Konzentration. Die Feuerbälle der Ablenkung. So, sehr gut. Oh, er verwirrt mich. Ich bin ein Zombie. So, komm schon, X-Ray. Rette den Tag, bitte. Oh, der lebt immer noch. 33% macht das Baby. Oh, endlich. So. Und runter mit der Rübe. Verdient, wirklich absolut verdient. Ich will gar nicht wissen, wie schwierig es wird am Ende. Shang Tsung wins. Boah, mein Auge. Fatality. Bitter. Your soul is mine. This fight will be your last. Round one. Fight. Der Albtraum wird immer schlimmer. Jetzt noch gegen Sub-Zero. Ach, Shang Tsung, ich hasse dich. Er ist nur richtig gut, wenn ich irgendjemanden übernehmen kann. Dann machen wir Schaden ohne Ende. Aber dazu muss ich halt erstmal jemanden übernehmen und die Kontrolle beibehalten. Jetzt bin ich auch noch tiefgefroren. Oh, der blockt hier alles weg. Zack. Erstmal hier schön den X-Ray raus. Nutze alle Möglichkeiten. Yes. Sub-Zero. Blockt doch nicht alles. Er hat halt diese Feuerbälle, ein paar nette Tritte und das war's. Irgendwie, er selbst ist relativ combo-arm, nur wenn er jemanden übernimmt. Und dann hat er die krassen Moves. Und nochmal weg mit dir. Komm schon. Komm schon. Wow, hatte ich eben gerade Glück. Alter, ich habe ihn tot geohrfeigt. Round 2, fight. Ich will gar nicht wissen, wie mies es gegen den Khan wird. Weil der wird mir geben. Der wird mir geben, besonders mit dem krassen Hammer. Und dem seine Gestalt kann ich bestimmt nicht übernehmen. Ich werde es probieren, aber ich wette, das geht nicht. Alles klar, jetzt hier, ich habe die Kontrolle. Noch. No, mein Fuß! Hat der meinen Fuß eingefroren? Und ich bin wieder eingefroren. Warte. Und wieder eingefroren. Ich probiere hier gerade ein bisschen was. Aber man kann meine Angriffe auch so wahnsinnig gut blocken. Na gut, wir gewinnen das Ding. So, mein Freund, wir machen den hier. Hast du dich eingepinkelt und bist ausgerutscht? Verdient!
War ein ziemlich mieser Fight. Your soul is mine. Your soul is mine. Round one. Fight. Okay, das Ganze eben gerade war ziemlich Benjamin Button-like. Klar, du musst natürlich zu Sub-Zero werden. Ja, verstehe ich. Wenn man muss, dann muss man eben, nicht wahr? Aber ich bin die junge Variante von dir. Ich bin jung, frisch, gut aussehend und schwächer als du. Weil du voll krass drauf bist und ich einfach nur ein Lump. So, der X-Ray. Minimal. Minimal. Und er macht natürlich noch so einen Schädel und einen Tritt. Aber hat auch seine Energie vergeudet. Round 2. Fight. Und hier wieder rüber in deine Ecke. Zack. Wenn ich jetzt hier die Kontrolle über ihn übernehmen würde, oder über seine Seele, werde ich dann zum alten Mann oder zu Sub-Zero? Egal, wir haben ihn, oder? Ah, oh, Sheva! Versau mir hier nicht die Runde! So. Okay, was machen wir? Was machen wir? Wir machen das hier. Die Fatalities haben wir alle gesehen. It's baby time. Chang Tsung wins. Babality. Hat der eine hässliche Nase? Richtig hässlich. Your soul is mine. Round 1. Fight. Goro. Feuerball. Feuerball. Noch ein Feuerball. Ich werde dich tot feuerbellen. Ist tot feuerbellen überhaupt die richtige Bezeichnung? Ja, Feuerbälle sind ganz schön mies, was? Bam. 9% gerade mal. Ja, der Kunde hier hält viel aus. Ob ich den übernehmen kann? Wahrscheinlich nicht. Aber ich versuch's. Warte. Ich kann hier nicht mal den Move anwenden aus irgendeinem Grund. Okay, wir brauchen unbedingt mehr Feuerbälle. Er blockt alles weg. Jetzt Grip hier. Okay, ich habe einen neuen Trick. Drei Feuerbälle. Kostet aber leider Energie. Deswegen kann man nicht immer machen. Feuerball. Aber irgendwie, er kommt nicht so wirklich in die Gänge. Also da war mein alter Ego deutlich stärker. Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Wir machen ihn platt. Ich hoffe, ich muss Chang Tsung nie wieder spielen. Ich finde ihn wirklich wahnsinnig nervig. Absolut nicht mein Charakter. Ich komme nicht klar mit ihm. Your soul is mine. Round 1. Fight. Die letzte bittere Pille. Shao Kahn, der direkt durchdreht. Ich mach Feuerbälle. Ich mach das, was ich am besten kann. Feuerbälle. Unfair, aber es funktioniert. Bam, bam, bam. Drei Stück auf einmal, der war gut. Und hier wieder rüber mit dir. Ja, wenn du lachst, gibt's einen Feuerball. Sorgen am Morgen, Feuerball. Oder Abercut. Also dem seine Gestalt kann ich bestimmt nicht übernehmen. Ja, hier geht nicht. Aber ein Schadensbonus
der schon wieder wahrscheinlich weg ist, weil ich eben gerade getroffen wurde. 10%. Und wir gewinnen. Yes. Round 2. Fight. Okay, okay, der macht mich benommen. Alter, dieser Typ. Ich mach das hier nur für die wunderschöne Scarlet im Hintergrund. Mortal Kombat ist mir doch scheißegal. Macht. Was will ich damit? Scarlet will ich. Wie jeder andere auch. Ich hasse diesen Hammer. Ich hasse diesen Hammer. Alles klar, der Schadensbonus bringt schon was gegen ihn. Mist, der lag am Boden. Oh, jetzt wird's eng. Geh weg mit deinem Hammer, Bro. Geh weg mit deinem Hammer. Ich brauche unbedingt einen Fightstick. Muss mir so ein Ding besorgen. Weil hier merkt man's. Zweimal zurück und X ist der Feuerball. Aber ich springe immer nach oben, weil das Ding so wahnsinnig ungenau ist. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Oh. Shang Tsung verschlang gierig Shao Kahns Seele und absorbierte seine gewaltige Kraft. Überwältigt von dieser neu gefundenen Zauberei flüchtete er in die Außenwelt. Augenblicke vor seinem Selbstmord wurde Shang Tsung von Bo Rai Cho besucht. Der Mentor der Krieger bot an, ihm beizubringen, die dunkle Magie zu kontrollieren. Aber zu einem bestimmten Zweck. Liu Kang war ein Gott geworden. Die Macht hatte ihn korrumpiert und in einen Tyrannen verwandelt. Er musste gestoppt werden. Nach strengem Training meisterte Shang Tsung die einzige Technik, mit der Liu Kang besiegt werden konnte. Endlich sollte er seine Rache haben. Okay, was für ein interessantes Ende. Ich meine, er wird zum Guten. Kang ist mal wieder der böse Oberarsch, den jeder tot sehen will. Und ich muss sagen, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Er an sich gefällt mir nicht so gut. Ich denke, er kann eigentlich ganz gut sein. Doch mit dem normalen Controller sind so ein bisschen die Kombos schwierig auszuführen. Man sieht es ja, ich komme immer ein bisschen nach oben, weil ich brauche einen anderen Controller. Und ich kann ihn nicht spielen. Ja, ich will es nicht auf den Controller abwälzen, aber ich habe mir mit ihm sehr, sehr schwer getan. Also einstiegsfreundlich ist der Kunde schon mal nicht. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen. Vergesst die Bewertung nicht. Könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wer hier als nächstes drankommen soll. Bis zum nächsten Mal und tschüss!